Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich mir das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra gekauft. Als Prämie bekommt man von Samsung direkt das Tastaturcover dazu. Leider ist das Ding einfach nicht lieferbar. Wir werden alle vertröstet oder die meisten werden vertröstet. Einige haben es bekommen, einige warten halt schon seit Wochen drauf und bekommen nicht einmal einen Termin von Samsung zugesagt. Das ist sehr, sehr schade, denn es war einer der Gründe, warum ich mir das Tab S8 Ultra gekauft habe, da ich es produktiv nutzen möchte. Das ist halt ideal dazu mit einem 14,6 Zoll Display. Lirum larum laurum, das Tastaturcover ist noch nicht lieferbar, ich weiß noch nicht wann. Ich möchte aber mein Tab S8 Ultra gerne auch unterwegs nutzen und möchte es daher natürlich schützen. Ein so teures Tablet schmeiße ich mir nicht ungeschützt in den Rucksack, deswegen musste ich in den sauren Apfel beißen und habe mir dieses Original-Book-Cover von Samsung gekauft. Liegt sowas zwischen 60 und 70 Euro. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Das wollen wir uns heute mal etwas näher angucken. Ich lege es an, ich zeige euch, was es kann oder auch nicht. Bleibt dran, viel Spaß. So schaut's aus, zumindest die Verpackung, und ich habe es schon ausgepackt, denn ich nutze es schon ein paar Tage. Deswegen wollen wir die mal eben ganz schnell beiseite legen und wir schauen uns das Cover, bevor ich es wieder anlege, an. Es besteht aus sehr, sehr dünnem Kunststoff. Ist natürlich riesengroß, da mit 14,6 Zoll das Tab S8 Ultra auch riesengroß ist und ich habe hier wie immer keinen Platz. Ihr seht hier in der Mitte kann der S-Pen befestigt werden, der hält hier magnetisch. Natürlich habt ihr auch eine Aussparung, sodass ihr den S-Pen laden könnt am S8 Ultra. Ich empfehle euch aber, wenn ihr das S8 Ultra mit dem Case transportiert oder generell transportiert, den S-Pen nicht an das Tablet zu docken, denn der Magnet ist nicht sonderlich stark und ihr sucht dann vielleicht euren Stift und im schlimmsten Fall verliert ihr diesen auch. Ihr könnt also hier den locker andocken, der hält auch ganz gut, ist denn ja eh geschlossen, das Cover, so geht er nicht verlustig, kann aber natürlich dann hier nicht geladen werden. Was wir hier sehen, sind zwei Magnetflächen, das sind die beiden Winkel, in denen man das Tab S8 Ultra mit dem Cover aufstellen kann, und ich denke, wir schauen uns das Ganze jetzt aber mal eben an, so wie es sich gehört. Also dieses Riesending zu handeln ist wirklich kein Geschenk vor einer Kamera. Das hält hier magnetisch. Der Magnet ist okay, ist jetzt aber nicht der festeste Magnet, den ihr jemals in eurem Leben irgendwo dran gehabt habt. Also irgendwie hier so offen das Tablet hier an dem Bookcover hängen zu lassen, das geht, würde ich aber nicht empfehlen. Auch wenn man da vielleicht mal beim Aufstellen ein bisschen rabiater mit umgeht, dann kann das durchaus mal sein, dass es sich hier verschiebt und ihr es hier wieder begradigen müsst, richtig einsetzen müsst. Aber im Alltag ist es eigentlich keine Einschränkung. Also ich habe nie irgendwie Angst gehabt oder Probleme gehabt und gedacht, jetzt verliere ich gleich mein Tablet aus dem Case. Wenn man es schließt, hält der Deckel leicht magnetisch, aber auch nur so, dass er nicht automatisch aufgeht. Aber auch das ist für mich völlig ausreichend. Nichts ist schlimmer, als wenn irgendwie bei so einem Bookcover der Deckel da so rumwabbelt und man hier vielleicht noch viel Spiel drin hat oder so. Das ist hier nicht gegeben. Es ist Kunststoff, würde ich sagen. Es ist kein Silikon, fühlt sich aber ein bisschen weich an. Dadurch, dass es sehr, sehr dünn ist, trägt es halt auch überhaupt nicht auf und macht das eh schon große Case nicht wirklich größer. Schutz bietet es eigentlich nur gegen Kratzer, denn sowohl die längliche Seite mit Powerbutton und Lautstärkewippe als auch die Unterseite und die Oberseite liegen komplett frei, sodass wirklich das Tab S8 Ultra nur geschützt ist gegen Kratzer auf der Rückseite und auf der Front. Ich zeige euch nochmal eben, wie das sich verhält, wenn ihr den Stift hier einlegt. Nochmal mit Tablet drin, wie gesagt, dann könnt ihr das hier einfach verschließen und so geht der Stift nicht verloren. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ihr die Stand-Funktion nutzt, solltet ihr den Stift vorher rausnehmen, sonst kommt ihr schlecht ran. Klingt logisch, ist es auch. Dazu klappt ihr das Tablet einfach leicht vor und dann habt ihr hier, wie gesagt, zwei Einrastpunkte. Ihr könnt es einmal recht hochkant aufstellen und dann etwas geneigter. Reicht für mich eigentlich diese beiden Positionen. Natürlich ist es immer schöner, wenn man sowas irgendwie stufenlos machen kann, aber ich nutze meist so diese etwas weitere Option hier. Und hier auf der Rückseite sehen wir dann die Aussparung für die Kamera und für den S-Pen, den ihr andocken könnt, wenn ihr ihn laden müsst. Ja,
ich denke, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem wirklich kurzen Video, mit dieser kurzen Vorstellung des Bookcovers. Ich würde wirklich jedem raten, dieses Teil zu kaufen, wenn man sein Tastaturcover noch nicht erhalten hat. Es ist wirklich ärgerlich, dass Samsung da so hinterher ist. Ich meine, Sie können es sich denken, wenn Sie jedem S8 Ultra-Käufer einen Keyboard-Cover versprechen, dass auch jeder dieses präsent, sag ich mal, haben will. Das kostet schließlich im Handel 350 Euro. Auch da bekommt man es nicht tatsächlich. Ich bin da so ein bisschen irre. Ich habe schon überlegt, ob ich es mir nicht kaufe. Und wenn ich dann meine Prämie kriege, eins dann von beiden wieder verkaufe. Aber man bekommt es einfach nicht. Also ab und an ist denn mal was lieferbar gewesen bei Amazon, glaube ich, für ein, zwei Tage. Dann habe ich zu lange überlegt. Ja, und nun bin ich halt nach Wochen immer noch ohne Keyboard. Das ist tatsächlich ein wenig ärgerlich, weil, wie ich schon im Intro gesagt habe, wollte ich das Teil eigentlich auch durchaus produktiv nutzen. Dazu brauche ich natürlich eine Tastatur, aber das Teil hier überbrückt die Wartezeit ganz gut. Ich kann zwar noch nicht wirklich produktiv damit arbeiten, aber es ist zumindest, wenn ich es unterwegs bei mir trage, geschützt. Ich denke, das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein mit diesem diesmal sehr, sehr kurzen Video. Mein Tipp, kauft euch das Ding. Wenn ihr Alternativen habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Auch für meine Tablets suche ich gerne immer neue Cases, die ich vielleicht noch nicht kenne. Da bin ich sehr, sehr offen. Schreibt mir das gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen zum Tab S8 Ultra habt, dann schreibt mir auch die gerne in die Kommentare. Ich werde das dann für mein Review aufnehmen. Das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis das kommt. Dazu ist so ein Tablet ganz einfach vielschichtiger als so ein Smartphone. Alleine schon durch Samsung DeX und wie gesagt, ich habe noch keine Tastatur und ich will da noch wirklich alles damit mal ausprobiert haben, bevor ich ein Review mache. Also wenn ihr Fragen habt, auch die gerne unten in die Kommentare. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen kleinen Kanal abonnieren würdet. Schönen Dank dafür. Bleibt interessiert. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.